Die Bundesregierung legalisiert Cannabis, obwohl immer mehr Menschen in Deutschland kiffen. Oder gerade deshalb. Das Ganze kann nur funktionieren, wenn wir auch ein Angebot gegen den Schwarzmarkt setzen können und keine Scheinlösung machen. Konservative haben damit ein Riesenproblem und wollen das jetzt verhindern. Das ist ein so gravierender Blödsinn, den werden wir auch in den nächsten 5 bis 10 Jahren bewiesen haben. Doch die Cannabis-Industrie steht schon in den Startlöchern. Scheiß auf Politiker, vertreib weiter illegal, Ott. Ja, bis die Wolken grün sind. Für diesen Film treffe ich einen Menschen, der vom illegalen Handel lebt. So, hier sieht man auch, die Blätter sind schon gelb, die ist kurz vor der Ernte. Und welche, die extra einen Verein gegründet haben, um Cannabis mit Erlaubnis anzubauen. Denn ich möchte herausfinden, ist die Legalisierung nun eine gute oder eine schlechte Idee? Gegen alle Widerstände hat der Bundesrat das neue Gesetz bewilligt. Damit ist Cannabiskonsum ab dem 1. April legal. Die Strafen für Dealer sind aber höher geworden. Man kann jetzt noch schneller ins Gefängnis kommen, wenn man gewerbsmäßig anbaut oder damit handelt. Ich treffe jetzt eine Person, die lebt davon. Und damit wir hier filmen können, ohne dass man sie erkennt, habe ich diese Maske besorgt. Auf einem Handyvideo zeigt mir der Dealer seine Produktionsanlage. Deren Echtheit kann ich nicht überprüfen. Das ist jetzt sozusagen mein Blütezelt in der Ausmaße 1,50 x 1,50 m, arbeite mit LEDs. Was heißt Blütezelt? Es gibt ja 2 Stadien der Pflanze, einmal eine Wachstumsphase und einmal eine Blütephase. Mhm. Und hier hat man halt auch ein ganz anderes Farbspektrum des Lichtes, was der Pflanze signalisiert, dass es halt im Sommer übergeht und dann halt irgendwann wird es eigentlich im Prinzip auch dunkler. Hier sieht man auch, die Blätter sind schon gelb, die ist kurz vor der Ernte. 3 Umluftventilatoren habe ich drin und macht eigentlich tatsächlich immer noch nach wie vor Spaß. Nach eigener Aussage macht er damit aktuell 4.000 bis 6.000 Euro Gewinn im Monat. In Deutschland konsumieren rund 1,6% der 12- bis 17-Jährigen mehr als 10-mal im Jahr. Bei den jungen Erwachsenen sind es 8,6%, eine Verdopplung seit 2008. Rund 4,5 Millionen Erwachsene kiffen mindestens 1-mal jährlich. Damit ist Cannabis die am häufigsten konsumierte illegale Droge. Ich bin unterwegs zu Dirko. Der bezeichnet sich selbst als Kiffer und ich möchte mit ihm über die Legalisierung sprechen. Servus, grüß dich. Na, alles klar? Dirko ist 48 und nach eigener Aussage kifft er fast jeden Tag, seit er 21 Jahre alt ist. Aus medizinischer Sicht dürfte er damit abhängig von Cannabis sein. Für eine Konsumpause sieht der freiberufliche Handwerker und Filmemacher keinen Grund. Ohne Alkohol, irgendwie Wasser, Tee, irgendwas. Ja, Rohrperle nehme ich. Mhm. Ja, cool, ich setze mich hier hin, ja? Gras gehört zu seinem Leben einfach dazu, sagt er. Bitteschön. Ah, bei dir gibt's ein Bier. Feierabend. Feierabendbier. Und Feierabendjoint gleich. Was bedeutet denn die Legalisierung für dich? Na, erstmal Entspannung. Weil ich nun nicht mehr mir Gedanken machen muss, was passiert denn, wenn die Polizei mich auf der Straße anhalten würde damit. Könntest du dir vorstellen, einen Club zu gründen? Ich hatte schon mal die Idee, aber eventuell kommt da noch was, aber da lege ich erstmal nicht so diesen Fokus drauf, weil sich das eh noch alles hinzieht, bis das losgeht, bis die Lizenz vergeben wird, bis man dann die Räumlichkeit, ne? Es kostet alles so viel Geld, so, ne, die Miete, das ganze Equipment und dann muss man mit den Leuten klarkommen, die da Mitglieder sind und vielleicht wird das alles noch, also es braucht noch ein bisschen Zeit und deswegen dachte ich mir, erstmal alleine anfangen. Ist keine schlechte Idee. Wie würdest du das denn jetzt hier in dieser Bude ganz konkret machen, wenn du dir selber welches anbauen möchtest? Na, ich habe da so eine Kammer noch, einen Raum, ein halbes Zimmer. Ist das hier in dem Zimmer? Irgendwo? In der Wohnung hier, nicht in dem Zimmer. Können wir das sehen? Würdest du mir das zeigen? Können wir uns mal angucken, ja. Ja, cool. Wollen wir mal? Ja. Ja? Na dann.
Legst du am besten vor. Mhm. Hier ist so eine Kammer. Hier ist noch genug Platz. Und da dachte ich so 80x80, 60x60, irgendwie so, passt doch hier was hin. So ein zeltartiger Schrank. Ein Zelt. Mhm. 60, ne, das ist ja, da passen zwei, drei Pflanzen vielleicht rein. Und das reicht für mich und meine Mitbewohner. Wir sind zu dritt und wieder 50 Gramm. Und dann müsste das ja, so eine Pflanze, was bringt die? 150 bestimmt. Dann können wir uns die zu dritt teilen. Das Cannabis-Gesetz erlaubt aber auch einen Anbau in einem viel größeren Maßstab. In der Nähe von Erfurt will ich herausfinden, wie so etwas aussehen könnte. Ich bin hier mit Hermann und Dennis verabredet. Die haben den Cannabis Social Club Erfurt gegründet. Und die haben mir gesagt, dass hier ihre Halle ist, wo sie Cannabis anbauen möchten. Ich bin selber noch nicht hier gewesen. Aber ich glaube, dass die da drüben schon stehen und bin mal gespannt, was die mir zeigen wollen. Hallo! Kommst du gerade, richtig? Ja. Das Farbsprühgerät hat gerade den Geist auf. Hallo Hermann, grüß dich. Während Hermann ein neues Farbsprühgerät besorgt, bekomme ich von Vereinsschatzmeister Dennis schon mal einen Schutzanzug für die Baustelle. Heute steht Malern auf dem Programm. Die Wände der Halle sollen strahlend weiß werden, damit man Verschmutzungen später besser erkennt. Cornelius ist auch Mitglied im Verein. Er arbeitet sonst bei einem Erfurter Start-up, das LED-Lampen zur Pflanzenaufzucht herstellt. Einen Prototypen haben sie hier schon mal aufgebaut. Kannst du die mal anmachen? Die können wir auch mal laufen lassen. Nur nicht allzu lang, weil sie sind wassergekühlt. Im Realeinsatz würde die Wasserkühlung notwendig sein, weil sie 720 Watt Leistung aufnehmen. Okay. Nicht reinschauen, da kann man sich die Augen verblitzen, also Vorsicht. Das ist jetzt das Licht im Vollspektrum und auf voller Leistung. Cornelius erklärt mir, dass dieses Licht optimal für die Photosynthese ist. Wenn ich jetzt das Licht ausmache und du hast ja jetzt eine gewisse Farbe, dann wirst du merken, das ist alles so einen leichten grünen Einschlag. Ja, aber nicht nur ein bisschen. Krass, also ihr seht das jetzt vielleicht nicht an den Bildschirmen, aber das kommt mir so vor, als ob sich meine Augen irgendwie auf dieses rosa-lila kalibriert hätten. Und jetzt kommt es mir so vor, als ob hier grünes Licht an wäre in der Halle. Das ist ja irre. Und so sah das dann durch meine Augen aus. Sieht ein Großteil auf dem grünen Auge blind. Die Lampe simuliert genau den Teil des natürlichen Sonnenlichts, den die Cannabispflanzen für ihr Wachstum brauchen. Die Erfurter haben ihren Cannabis Social Club gegründet, weil sie finden, Erwachsene sollten in ihrer Freizeit legal kiffen dürfen. Und dafür haben sie dem Verein privat einiges an Geld vorgestreckt. Geld investiert haben wir noch nicht so viel. Das ist im Bereich 5.000 Euro, die jetzt schon fest verbaut sind. Dann werden nochmal 70.000 in die Halle reingesteckt und in die Anbauräume. Mithilfe der Mitgliedsbeiträge wollen sie das schon bald refinanzieren. Wir werden die Aufnahmeveranstaltung jetzt Ende März, Anfang April machen. Ja, dann wird schon mal die Aufnahmegebühr fällig und bei 500 Leuten mal 20 Euro ist halt auch ein bisschen was, was noch darüber reinkommt. Berlin, der 23. Februar 2024, Tag der Entscheidung im Bundestag. Die Ampel hatte bereits in ihrem Koalitionsvertrag beschlossen, das Hanf freizugeben. Eigentlich sollte das Parlament schon 2023 darüber abstimmen, aber Abgeordnete der SPD haben sich quergestellt. Doch Lauterbach und die Skeptiker aus der SPD-Fraktion, die haben dann doch noch einen Kompromiss gefunden. Deshalb soll der Bundestag heute über das Gesetz entscheiden. Dennis und Hermann sind extra aus Erfurt nach Berlin gereist, um das Ganze hier vor Ort mitzuerleben. Ja, Hermann und Dennis, mit welchen Erwartungen geht ihr an diesen Tag? Mit der Erwartung, dass heute mal wirklich ein Gesetz verabschiedet wird, was lang anhaltende Konsequenzen für Deutschland haben wird und sehr positive Konsequenzen.
Dennis und Hermann haben keine Plätze mehr auf der Besuchertribüne des Bundestages bekommen. Deshalb wollen sie die Debatte im Livestream verfolgen. Und ich gehe auf die Pressetribüne und gucke mir das vor Ort an. Und dann sprechen wir uns danach nochmal wieder. Worum geht es eigentlich? In Deutschland ist Cannabis seit 1929 verboten. Das Verfassungsgericht hat jedoch 1994 entschieden, dass Staatsanwaltschaften und Gerichte Strafverfahren einstellen können, wenn es nur um den Besitz von wenigen Gramm geht. Was sind eure Erfahrungen mit Cannabis? Seid ihr deshalb schon mit dem Gesetz in Konflikt geraten? Und überhaupt, was haltet ihr von der Legalisierung? Ich würde gerne mit euch darüber diskutieren, in den Kommentaren. Das Cannabis-Gesetz sieht vor, dass Erwachsene bis zu 3 Pflanzen zu Hause anbauen und 50 Gramm Marihuana oder Haschisch besitzen dürfen. Sie können auch Vereine gründen und dort gemeinsam anbauen, so wie Hermann und Dennis es vorhaben. Das Ganze kann nur funktionieren, wenn wir auch ein Angebot gegen den Schwarzmarkt setzen können und keine Scheinlösung machen. Das ist wie mit dem Bier. Das wird auch nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut. Aber wenn man 10 Flaschen täglich davon konsumiert, ist das schädlich. Betreutes Trinken ab 14 Jahren halten Sie für eine großartige Idee. Alkohol, Süßigkeiten und Kippen in der Quengelzone in jedem Supermarkt nebeneinander passt in Ihre Welt. Auf dem Oktoberfest jedes Jahr schön Oktoberfest, Flohzirkus und Kotzhügel anschauen. Jawohl. Die Bundeswehr darf an die Schulen, damit die Kinder mal auf Panzern rumspielen können. Aber Cannabis bringt unsere Kinder um. Es ist so dermaßen daneben, so dermaßen unehrlich, so dermaßen falsch. Mit einer anständigen Prävention schützen wir die Kinder. Mit einer anständigen Liberalisierung schützen wir auch die Erwachsenen vor dem ganzen Dreck, der auf dem Schwarzmarkt rumgeht. Die Menschen wollen Regeln, Sicherheit und Ordnung. Der Deutsche Richterbund hat errechnet, dass am Amtsgericht Köln 5 Richter ein ganzes Jahr lang nichts anderes machen werden, als alte Fälle aus dem Keller holen, aufmachen, statt neue zu bearbeiten. Die Abgeordneten haben entschieden. Abgegebene Stimmkarten waren 637, mit Ja haben gestimmt 407, mit Nein haben gestimmt 226, Enthaltungen gab es 4. Der Gesetzentwurf ist damit angenommen. Jetzt stellt sich Gesundheitsminister Lauterbach den Fragen der Presse. Ich habe bei meiner Recherche mit Dealern von der Straße gesprochen und die freuen sich auf die Legalisierung, weil sie sagen, sie können jetzt legal bei sich daheim anbauen und das dann weiterverkaufen mit viel weniger Fahndungsdruck. Haben die aus ihrer Sicht einen berechtigten Grund zum Feiern? Der Dealer hat gar keinen Grund zu feiern, denn der Dealer, der jetzt beispielsweise an Kinder und an Jugendliche abgibt und dabei also überführt wird, muss mit einer Strafe von mindestens 2 Jahren rechnen. Aber was ist mit Erwachsenen, die weder selbst anbauen noch sich in einem Cannabis-Club registrieren lassen wollen? Das frage ich Paula Pichotta, die für die sächsischen Grünen im Bundestag sitzt. Warum sollten Menschen weiterhin zum Dealer gehen, wenn sie legal und überprüftes und damit überprüft nicht verunreinigtes Gras auch legal bekommen kann? Das ist ja genau die Grundlage, auf der wir arbeiten. Weil die Cannabis-Clubs so bürokratisch sind. Naja, wir sind in Deutschland und wenn wir was legalisieren wollen und gleichzeitig Kinder- und Jugendschutz durchsetzen wollen, dann muss man ein paar Regeln machen. Hermann und Dennis haben die Debatte von einem Restaurant aus verfolgt. Jungs, wie ist die Lage? Na, ein Triumph, gutes Abstimmungsergebnis, ein paar schöne Reden dabei. Gibt es denn auch irgendwas, was ihr nicht so gut findet? Was ist so das größte Problem für euch bei dem Gesetz, was jetzt als bei der Umsetzung so eine Hürde bereitet? Was schwierig zu kalkulieren ist, ist die Umsetzung in den einzelnen Bundesländern. Werden die Bundesländer die nötigen Strukturen, damit man auch starten können, schaffen? Werden sie die rechtzeitig schaffen? Das kann natürlich im schlimmsten Fall die ganze Sache nochmal enorm verzögern. Und das wäre auch im Angesicht der Legislaturperiode, die ja jetzt auch schon den Zenit überschritten hat, ja, es wird dann kritisch. Dennis und Hermann fahren jetzt zurück nach Erfurt. Ich werde sie später nochmal besuchen, um zu schauen, wie es mit ihrem Cannabis Social Club weitergeht. Doch wo ich schon mal in Berlin bin, möchte ich noch 2 Leute treffen, die jetzt das große Geschäft wittern. Bleib weiter illegal, vertreib weiter Kriminalort. Ja, bis die Wolken grün sind. Scheiß auf Politiker, vertreib weiter illegal, Ort.
ja, bis die Wolken grün sind. Euer Rasen, volle Gläser, einen Stapel, lange Paper. Halt die Waage, wie ein Heder, zwischen Ampel und Jamaika. Schau, ich frag die Atzen, wer will einen Dampfen? Für meinen Bedarf benötige ich mehr als nur drei Pflanzen. Boxender Ganja-Raucher, komm aus der Dampfbad-Sauna. Mach das Ort legal für jeden Ort, pro Normalverbraucher. Nachtschatten, Keller Weed, pflanz ein paar Evergreens. Grün war die Hoffnung, doch der Schwarzmarkt wird immer blühen. Plusmacher kommt aus Magdeburg, lebt aber in Berlin. Und zusammen mit zwei Kollegen hat er hier eine Firma gegründet und ich bin gerade auf dem Weg dahin. Denn als die Bundesregierung die Cannabis-Legalisierung angekündigt hat, da waren die hier ganz aus dem Häuschen. Und da haben die dieses Video auf Instagram veröffentlicht. Drei Pflanzen sind im Eigenanbau erlaubt, also auf dem Balkon oder Fensterbrett etwa. Jo Bruder, was geht ab? Stecklinge, Mecklinge, Seeds, Meats. Wir müssen so schnell wie es geht einen Growshop aufmachen. Farm Bros, dein neuer Grow-Experte in Ost-Berlin. So, das hier ist so. Ja, servus, hey. Remy, hallo. Schönen guten Tag. Ja, ich bin grüß Milan. Hey, Milan, freut mich. Ja, cool, dass es klappt. Herzlich willkommen bei Farm Bros. Kommt da rein, hallo. Ja, servus. Ja, Tarek, wir haben telefoniert. Ja, ich bin willkommen Milan. Bei Farm Bros. Ja, der Geruch kommt mir bekannt vor hier bei euch. Ja, riecht auch so. Was könnte das sein? Legalisierung. Ja. Mit dem Krafttreten des Gesetzes wollen die beiden jetzt richtig Kasse machen. Stolz präsentiert mir Plusmacher eines seiner Produkte. So, was kannst du mir zum Beispiel hier, was ist das? Kannst du mir das erklären, was das ist? Hier haben wir zum Beispiel, Milan, gerade ein aktuelles Setup, was gerade auch super zur Debatte passt, zur Legalisierungsdebatte. Ist so circa für die drei Pflanzen ausgebaut. Haben wir eine LED-Lampe, haben wir hier ein Abluftsystem. Haben wir hier ein Zelt, quasi die Belüftung. Und das quasi so für jeden Gärtner, für jeden Anfänger. Erstmal so ein gutes Starter-Set auf jeden Fall. Und was kostet das jetzt? Boah, das ist schwer zu sagen. Von bisher gibt es so Einsteigermodelle. Aber das, was ich jetzt hier was sehe. Was jetzt hier so siehst, nur so um die 1000 Euro, 1000 noch was Euro brutto. Die Produkte hier eignen sich auch für die Aufzucht und Verarbeitung von Pflanzen, die nichts mit Cannabis zu tun haben. Deshalb war der Handel damit bisher auch schon erlaubt. Durch die Legalisierung hoffen Plusmacher und Botaniker nun auf neue Kundenkreise. Wir merken es auch auf Messen. Auf Messen ist immer ein bisschen lockerer. Da haben wir auch schon öfters älteres Klientel bei uns am Stand. Und auch viele Messer, die auf der Messe letztes Jahr waren, sind jetzt hier zu uns ins Store gekommen. Und jetzt fällt natürlich so ein bisschen die Hemmschwelle. 1000 Euro aufwärts für Equipment zum Anbau daheim. Das lohnt sich auch für Dealer, die die Ernte weiterverkaufen wollen. Oder für Menschen, die sehr viel konsumieren. Merkt ihr, dass auch bei manchen Kundinnen und Kunden, dass die ein Problem haben mit ihrem Konsum? Nicht nach außen hin. Also ich würde sagen, die strahlen es nicht aus oder lassen uns das nicht wissen. Also ja. Ich denke, da herrscht schon Professionalität dann am Ende auch. Und wir sind ja auch keine Seelensorger, sage ich mal, am Ende des Tages. Ja. Das heißt, ist für euch das Geschäft wichtiger als die Prävention? Nö, das nicht. Aber ich glaube, wir sind der falsche Anlaufpunkt einfach jetzt, um Leute zu betreuen oder um Leute jetzt, sage ich mal, von ihren Problemen auf eine gerade Bahn zu kriegen. Das ist, denke ich mal, eine ärztliche Ansprechpartner der bessere Weg. Viele Jahre lang haben Botaniker und Plusmacher die Legalisierung herbeigesehnt. Zur Feier des Tages gönnen sie sich deshalb heute einen dicken Pur-Joint. Und dazu eine Flasche teuren Champagner, stilecht aus dem Pappbecher. Auf die Farm Bros. Auf die Farm Bros. Just grow. Cannabis ist Latein und heißt auf Deutsch Hanf. Die Blüten der weiblichen Pflanze enthalten psychoaktive Wirkstoffe. Der bekannteste ist Tetrahydrocannabinol, kurz THC. Wenn man die Blüten trocknet, erhält man Marihuana. Das wird üblicherweise geraucht, oft zusammen mit Tabak. THC kann die Wahrnehmung der Konsumierenden verändern und euphorische Gefühle auslösen. Nebenwirkungen sind unter anderem Müdigkeit, Heißhunger, Motivationslosigkeit oder gar Psychosen. Bei häufigem Konsum kann eine Toleranz auftreten. Man muss also immer mehr konsumieren, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Vor allem bei Menschen unter 25 kann das Gehirn Schaden nehmen. Was glaubst du als jetzt ein Vertreter von deiner Branche, sag ich mal, macht dieses Gesetz mit diesem Schwarzmarkt? Er wird ihn nicht ganz verdrängen. Das ist, glaube ich, nicht zu gewährleisten in dem Sinne. Aber der Schwarzmarkt wird sich schon drastisch verändern und wird sich schon sehr reduzieren, definitiv. Ich selber
gehe auch davon aus, dass es mich auf irgendeine Art und Weise betreffen wird. Allerdings sehe ich mich in einer kleinen Sonderposition. Ich bin halt Grower und nicht nur reiner Dealer. Ich gehe nicht irgendwo hin, kaufe 2-3 Kilo und veräußere die, sondern ich baue es halt auch an. Mein Anspruch für Cannabis war schon seit jeher, deswegen habe ich auch selber irgendwann mal angefangen, sauber, biologisch und naja, einwandfrei. Und die Qualität, die man in einem Social Club oder Cannabis Club dann beziehen wird, wird sich von meiner nicht wirklich unterscheiden. Weshalb sich für mich vermutlich erstmal nur was über den Preis ändern wird. Er erwartet also legale Konkurrenz. Und damit sein Angebot attraktiv bleibt, würde er im Preis runtergehen. Doch reicht das aus, um seine Kundinnen und Kunden zu halten? Gute Frage. Zum einen haben sich da halt manche Freundschaften halt schon entwickelt, deswegen ist das nochmal so ein kleiner Bonus. Zum anderen glaube ich auch, dass es einige abschrecken wird, diese Registrierung, dass man halt in einem Cannabis-Club alles angeben muss, sich quasi nackig machen muss. Das ist bei mir halt nicht. Qualitativ macht es keinen Unterschied, da bin ich mir fast sicher. Es gibt nicht nur Menschen, die Cannabis zu Genusszwecken verwenden. Im Jahr 2023 haben rund 170.000 Patientinnen und Patienten Cannabis als Medikament verschrieben bekommen. Und einen davon nennen wir Steffen und den treffe ich jetzt. Steffen heißt eigentlich anders und möchte sein Gesicht nicht zeigen. Ja, servus. Cool, dass das klappt. Ja. Hallo, schön dich kennenzulernen. Grüß dich. Wie geht's dir? Ja, doch, ich kann mich nicht beschweren. Kaffee, Tee? Seine damalige Freundin hat ihn mit Anfang 30 verlassen. Daraufhin hat Steffen eine Zwangsstörung entwickelt. Ich muss alles kontrollieren, was man so kontrollieren kann. Wasserhähne, Lichtschalter, Autotüren, Haustüren, also alles, was man sich so, also das kennen ja auch viele, sage ich mal, die fahren in Urlaub und überlegen, habe ich denn jetzt den Herd ausgemacht? Ja. Und so geht mir das jeden Tag. Durch diese Grübelzwänge habe ich es prinzipiell schwer mit dem Einschlafen und mit dem Durchschlafen. Und da hilft Cannabis eben auch sehr bei diesen Schlafstörungen. Um fast symptomfrei leben zu können, braucht er vergleichsweise wenig Cannabis. Trotzdem belasten ihn die monatlichen Kosten, die die Krankenkasse nicht übernimmt, obwohl er ein ärztliches Rezept hat. Die durchschnittliche Blüte kostet zwischen 10 und 12 Euro. Ja. Das heißt, rein für das Cannabis liege ich ungefähr immer so im Monat zwischen 100 und 150 Euro. Und dann kommen aber die Arztkosten noch mit dazu. Und das Arztgespräch kostet halt auch 100 Euro. Ich möchte von Steffen wissen, ob er durch die kommende Legalisierung eine Möglichkeit sieht, seine Medizin daheim selbst anzubauen. Es ist anstrengend und es ist auch eine Geräuschbelästigung, weil da läuft durchgängig ein Lüfter. Na? Weil ansonsten, erstens braucht man einen Luftzug in dem Zelt und zweitens hätte man ansonsten auch ohne Ende Gerüche. Es kann dir passieren, dass die ganze Ernte ausfällt, dann fängst du wieder von vorne an. Ja, was machst du denn dann, wenn dann kein Medikament mehr da ist? Deshalb bezieht Steffen seinen Medizinalcannabis lieber in der Apotheke. Die hat immer was da und die Qualität schwankt kaum. Wie das aussieht, zeigt er mir. Aber ich hole mal was, ich lasse mal ein bisschen was rausfallen. Das ist jetzt wirklich nur noch was Kleines. Na? Kann ich da riechen dran? Na, selbstverständlich, kannst du in die Hand nehmen. Also das sieht aus wie, was ich jetzt sonst als Marihuana kenne, also Gras. Genau. Das ist halt einfach, es ist letzten Endes nichts anderes als Freizeit-Cannabis, nur eben nach pharmazeutischen Standards hergestellt. Na? Das ist eine Dosierkapsel, wo das reinkommt. Und mehr als 0,2 kriegt man hier nicht rein. Und das ist auch seine ärztlich verschriebene Maximaldosis. Anstatt das Marihuana zu rauchen, verdampft Steffen es in einem Vaporizer. Dazu saugt er Luft an, die bei 180 Grad durch die Kapsel strömt und so den Wirkstoff freisetzt. Okay, that's it. Zurück zum Thema Freizeitkonsum. Einer der schärfsten Gegner der Cannabis-Legalisierung ist der sächsische Innenminister Armin Schuster von der CDU. Er findet, dass Kiffen weiterhin verfolgt und bestraft gehört. Warum? Dazu habe ich mich mit ihm zum Interview verabredet. Hat der Mensch ein Recht auf Rausch? Also, das ist wirklich eine schwierige Frage. Für mich ist es eine starke Abwägung, eine Verhältnismäßigkeitsabwägung.
wie groß ist der Schaden einer Volkswirtschaft, wie groß ist der Schaden einer Gesellschaft, wenn ich eine Droge freigebe? Steht das noch in einem angemessenen Verhältnis zu dem Grundrecht des Einzelnen? Und da haben wir ja leider mit einer Droge Erfahrungen, Alkohol. Und das ist eine Droge, die haben wir irgendwann mal freigegeben und haben keine Chance mehr, das zurückzuholen. Man könnte vielleicht auch noch Zigaretten mit dazu nehmen. Die Schäden, die wir da in der Gesellschaft verursachen, die sind sehr hoch. Deswegen würde ich mich ganz persönlich tendenziell immer dafür entscheiden, wenn die Schadensbilanz so ist, wie sie ist, dann würde für mich das Recht des Einzelnen auf seinen Rausch hinten anstehen müssen. Lauterbach sagt, die Verbotspolitik sei gescheitert. Schuster sieht das anders. Das ist ein so gravierender Blödsinn, den werden wir auch in den nächsten 5 bis 10 Jahren bewiesen haben. Was die Menschen für eine Meinung zur Legalisierung haben, ist für Schuster vor allem eine Generationenfrage. Sie versuchen ja, Typen wie mich hinzustellen, als seien wir altvordere, nicht kapierende Ohrensessel-Fanatiker, die mit einer modernen, neuen Zeit nicht mitgehen können. Wir machen mal zusammen in 5 Jahren einen Schnitt und gucken uns mal an, wer am Ende recht hatte und ob dieses zugegebenermaßen ansteigenden Cannabiskonsums nicht eine sehr moderate Situation war im Vergleich zu dem, was wir demnächst haben werden. Ich mache mir jedenfalls größte Sorgen. Also zu Ihrer Unterstellung, die ist zwar humorvoll, aber ich weise die zurück. Denn ich komme ja mit Argumenten zu Ihnen, die Menschen äußern, die anderer Meinung sind als Sie. Und Sie können sicher sein, dass ich das bei allen anderen Leuten, die Cannabis positiv gegenüberstehen, im Freizeitkonsum genauso machen. Also ich versuche, allen Beteiligten gegenüber gleichermaßen kritisch und wohlwollend zu sein. Bernd Verse forscht an der Uni Frankfurt zum Thema Drogen und Legalisierung. Was sagt er zu den Thesen vom sächsischen Innenminister Schuster? Also sorry, was da so in der letzten Zeit zu hören war von konservativen Politikern, das finde ich wirklich eine dreiste Unverschämtheit. Mir persönlich sind auch genügend Psychotherapeuten, Psychologen etc. bekannt, die genau die gegenteilige Meinung vertreten. Gerade letzte Woche haben wir noch einen offenen Brief von über 30 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern rausgegeben. Ich weiß auch aus der Praxis, aus der Drogenhilfe, dass es ganz, ganz viele Leute gibt, die nur darauf warten, dass man endlich mal auf legales Cannabis zugreifen kann, um auch an Leute besser ranzukommen. Denn wenn Menschen merken, dass sie ein Problem mit Cannabis haben, würden sie sich oft nicht trauen, darüber zu sprechen, solange es noch illegal ist. Cannabis hat seine Risiken, hat besondere Risiken im Kinder- und Jugendalter. Aber die Konsequenz dann daraus zu ziehen, ja, also muss es verboten bleiben, auch für Erwachsene, ist einfach falsch, meiner Meinung nach. Weil gekifft wird sowieso und gekifft wird gerade im Moment vor allen Dingen im jungen Alter. Und wir sollten eher daran arbeiten, dass es einfach für junge Leute weniger attraktiv wird. Zurück nach Erfurt. Dennis, Hermann und ihre Helfer aus dem Verein wollen heute besprechen, wie es nach der Legalisierung mit ihrem Cannabis Social Club weitergeht. Wenn es ohne weitere Verzögerungen losgeht, dann kann ab dem 1.4. privat angebaut werden und ab dem 1.7. geht bei uns das Licht an. Dann haben wir also noch die Anbauräume, von denen ich jetzt schon gerade gesprochen habe. Da läuft eine Menge. Also man sieht hier unten mal zum Beispiel so ein paar technische Zeichnungen, die wir angefertigt haben im Rahmen des Ganzen, auch für die Verkabelung der Lampen, wie die Datenleitungen in den Räumen verlaufen. Oben haben wir noch so ein Gitternetzmodell, wie das Ganze am Ende ungefähr aussehen wird. Prävention, das wird bei uns ein qualifizierter Mitarbeiter machen. Erst in Teilzeit, später hoffen wir, dass das in vollen Umfang gemacht werden kann, also mit einer vollen Stelle. Ob der Mensch nun ein Recht auf Rausch hat oder nicht, er nimmt es sich einfach. Das zeigt sich daran, dass der Konsum von Cannabis in allen Altersgruppen ansteigt. Ob die Legalisierung den Schwarzmarkt tatsächlich eindämmen kann, muss sich erst noch zeigen. Aber die einmal erteilte Erlaubnis zum Anbau daheim wird die Politik kaum mehr zurücknehmen können. Auch sauberes Gras wird durch das Gesetz nicht weniger gefährlich für die mentale Gesundheit. Aber wer trotzdem unbedingt kiffen will, kann sein Bubatz ab sofort immerhin von einer seriösen Quelle beziehen. Und wenn ihr noch mehr über Drogen und Sucht erfahren möchtet, dann empfehle ich euch den Film. Und den hier auch.